Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Vanishing of Ethan Carter. Inzwischen Folge 2. Im ersten Part haben wir diese Lokomotive oder was auch immer gefunden. Den Rest des Zuges, der hier offensichtlich einen Menschen von seinen Beinen getrennt hat, der nun hier liegt. Und wir werden mal gucken, was passiert, wenn wir ihn berühren. Übrigens, diese Zucker, die ihr, ich weiß nicht, ob man sie auf YouTube sieht, aber wenn ich mich so links und rechts bewege, dann zuckert das manchmal so ein bisschen. Das liegt an die X-Story. Also ich habe das Spiel gerade immer ohne Aufnahme, dann läuft das erstmal noch natürlich eine ganze Ecke flüssiger geguckt und dann kriegen wir diese Zucker nicht. Also falls ihr die seht, müsst ihr die mal ein bisschen ignorieren. Das kommt, wenn ihr so spielt, nicht. Aber ich glaube, YouTube zeigt das eh nicht. Da kommt sowas nie an. Okay, passiert jetzt noch irgendwas? Also ich weiß nicht, ob ich diese... Noch nicht. Todesort. Von dritter Person gestört. Boah. Kann ich nochmal berühren? Man kann auch nicht genug sehen. Man würde dann wahrscheinlich wieder durch die nächste, also wieder durch dieses Ding wandern und hätte dann die Erklärung, was mit ihm passiert ist. Okay, aber wir sind noch nicht so weit. Wir müssen erstmal weiter gucken. Und schauen uns erstmal um, ob wir noch mehr finden. Gehen wir doch mal gemütlich hier diesen Weg runter in Richtung See. Und schauen mal, was wir da so finden. Meine Herren, du, es sieht, ich muss es nochmal erwähnen, für alle, die jetzt erst zuschalten, es sieht unglaublich gut aus. Die nutzen hier halt so eine extra Technik mit Fotos, um die Objekte zu erstellen und es sieht verdammt gut aus. Oh, die Texturen sind halt gestochen scharf. So, aber ihr wisst ja, Grafik ist nicht alles, ne? Ich bin mal gespannt auf die Geschichte. Bis jetzt ist sie schon mal ziemlich spannend. Man will ja schon irgendwie wissen, was denn hier passiert ist, ne? So, da sind wir auch schon ganz unten. Können hier wunderbar nach drüben gucken. Sehr schön. Gibt es hier noch irgendwas außer Wasser? Nee. Hier unten scheint nichts zu sein. Aber es ist schön, dass man runtergehen konnte. Ja. Man findet nur leider nichts. Oh, wobei hier, das ist ein... Nee. Ich dachte, es wäre eine kleine Höhle, aber nee. Gut, dann wieder zurück. Gehen wir dann seitlich hier hoch. Ich bin mal gespannt, ob auch Nacht wird oder ob halt immer Tag bleibt, ne? Oder ob es hier so einen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel gibt. Das wäre natürlich dann ultra gruselig, wenn wir dann irgendwann im Dunkeln mit so einer Funzel durch die Gegend latschen müssten. So. Ich habe auch keine Ahnung, wie gruselig dieses Spiel nachher wirklich sich so darstellt, ob... Hä? Hat da gerade einer was gesagt? Man hört auf jeden Fall Geräusche, aber... So, hier ist noch mehr Zug. Okay. Kann ich irgendwas untersuchen? Ist hier vielleicht eine Kurbel dran, die ich mir leihen kann? Also irgendwas hier macht Geräusche. Das gefällt mir gar nicht. Untersuchen kann man hier anscheinend aber nichts. Gut, dann gehen wir erstmal nochmal in den Wald hier rein, ne? Bevor wir da weiter in Richtung des Dorfes latschen, gucken wir uns erstmal im Wald um. Da hatten wir ja schon einige lustige Dinge gefunden. Vielleicht finden wir auch hier noch etwas. Mhm. Fand ich sehr, sehr groß. Also, man hat halt so wirklich schön gut was an Platz, wo man sich auch ein bisschen austoben kann mit Gucken und Suchen. So, hier haben wir schon mal irgendwelche Steine. Die auch schon zu perfekt aussehen, um einfach nur hier so aufgetaucht zu sein. Mhm. Du sagst mir jetzt auch erstmal noch nicht so viel, aber wir wissen auf jeden Fall Steine. Okay, wo bin ich jetzt wieder? Jetzt bin ich wieder an der Zugstrecke. Wir sind auch noch nicht hier lang gelaufen, ne? Wir sind vorhin einfach nur von der Leiche da runter gerannt. Guggemol, was haben wir denn hier? Benzin? Diesel? Fallen gelassen? Unvorsichtig? In Eile? Absichtlich? Kanister. Ja. Was haben wir, was hast du denn hier noch? Vertrocknetes Gras. Vertrocknetes Gras. Keine Sonne. Rechteckig. Lok von der Brücke. Lok.
Wo ist die Lok? Wo ist die Lok? Ah, alles klar, guck mal. Hier stand lange Zeit wohl die Lok. Genau, die ist dann da lang gefahren. Hat ihm die Beine abgetrennt. Ah. Zerschnittene Fesseln. Zerschnittene Fesseln. Aufgeschnürt, gebunden. Kein Blut. Ein Seil. Wir folgen dem Weg mal noch weiter. Und hier ist wieder die Lok. Nur die Kurbel fehlt uns noch. Okay. Gut. Also, man kann sich so langsam ein Bild daraus machen, was hier wohl passiert ist, ne? Irgendeiner lag hier gefesselt, hat sich wohl befreien können, bevor der mit der Lok dann losgefahren ist, um den umzuheizen. Also der sollte eigentlich da liegen und konnte sich wohl irgendwie befreien. Hingefallen vielleicht, wurde überheizt, hat die Beine verloren. Ah ne, die Lok stand ja vorher da. Hm. Naja, mal sehen, was sich da noch so tut. Gut, wir gehen mal nochmal in den Wald. Weil hier ist ja sowieso jetzt erstmal Schluss. Man muss jetzt also nochmal wieder in den Wald, hier an den Steinen vorbei. Gucken wir uns dann mal erstmal noch hier ein bisschen um, was wir hier noch so finden. Ah, hier, guck mal, fahren und so. Also sieht schon wirklich nice aus. Also gut, das habe ich jetzt schon so oft gesagt. Ich glaube, ihr habt es verstanden, ne? Ich glaube, das brauche ich nicht immer wieder sagen. Aber ich werde es automatisch wieder tun, weil immer wenn ich so sehe, wow, das sieht ja richtig gut aus, ne? Dann sagt das auch immer. Hier hört man doch auch irgendein Tier. Irgendwas macht doch hier Geräusche. Egal, okay, wir gehen mal erstmal hier lang. Führt uns das hier lang. So einen Wald mal noch zu modellieren ist auch nicht so ganz so trivial, ne? Man muss halt natürlich aussehen. Dafür braucht es verschiedene Bäume. Was haben die hier ganz hübsch gemacht? Auch mal so einen kleinen hier. Der im Schatten steht und niemals größer wird, weil die ganzen großen Bäume ihm die Sonne nehmen. Was ist da los mit einer? Warum lachst du? Kommen wieder welche WhatsApp-Dinger rein. Furchtbar. So, mal hier auch den. Oh, was ist das? Alles nur Gemüse. Ich dachte schon wieder irgendeine Falle. Sah so dunkel spitzig aus. Oh, hübsch ist das, du. Da sag ich's schon wieder. So. Die Musikuntermalung passt auch hervorragend, muss man ja sagen. Jetzt ist es wieder ein bisschen fröhlicher. Jetzt sehen wir hier gerade schöne Aussicht und so weiter. Sonne, schöne Bäumchens. Da ist alles wieder etwas fröhlicher. Hilft uns leider noch nicht weiter, weil wir immer noch nichts gefunden haben. Ich suche immer noch diese blöde Kurbel. Na gut, gehen wir mal wieder zurück. Und laufen dann weiter in Richtung Bahngleise, dass wir halt im Wald dann der Richtung der Bahngleise folgen. Komme ich hier runter oder ist da dann Schluss? Ah, man darf hinabspringen, das ist schon mal gut zu wissen. Also in diesem Bereich des Waldes ist definitiv wesentlich weniger los als in dem am Anfang, wo jeder dritte Schritt irgendeine Falle ausgelöst hat. Dafür haben wir jetzt hier ein Farnenmeer gefunden. Und jede Menge Insekten. Okay, hier ist aber nichts. Gut, dann gehen wir da lang. Das ist der Wald-Walking-Simulator hier gerade momentan, meine Herren und Damen. Aber hier fühlt sich ein Fuchs natürlich wohl, ne? Streuner hier durch den Wald. Was ist denn da los? Ich muss da den Ton anlassen, weil sonst höre ich ja nicht, wann der Hahn kräht. So, mal gucken, wer da nervt. WhatsApp, ne? Was sonst? Da ist was. Da sehe ich doch was leuchten. Was da los? Und warum leuchtet es noch? Sieht aus, als hätte es jetzt noch Strom. What the fuck ist das? Warum?
Ich drück mal einfach ganz oben. Oh oh. What the fuck ist denn jetzt los? Warum rennt hier einer mit so einem Anzug durch die Gegend? Und warum renne ich ihm hinterher? Wer bist du? Ich habe ihn verloren. Wie schnell das ging. Wo bist du hingerannt? Scheiße, ich habe ihn echt verloren. Geil, die Musik voll. Verfolgungsjagd, Verfolgungsjagd. Und ich bin... Oh. Ich hab gesagt, das müssen wir wohl nochmal machen. Okay, nochmal zurück zu dem Ding. Aber was zur Hölle war das denn? Was ist denn hier los? Haben sie sich wahrscheinlich selber ins Spiel eingebaut oder was? The Astronauts, ne? Wisst ihr Bescheid? Okay, wo war denn das Ding? Hier irgendwie in der Nähe von dem Farnwald. Ich versuche das nochmal, aber irgendwie habe ich es gerade eben geschafft, ihn komplett zu verlieren. Blaufüchs und so, ne? Ihr kennt ja meinen Orientierungssinn, der nicht vorhanden ist. So, versuchen wir das nochmal. Das war der, dann der, dann der, dann der. Guck dich auf einmal so ein Typ an. Go, 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 go. Du entkommst mir diesmal nicht, mein Freund. Versteckt sich da aber auch hinter so ein Büschen und so weiter. Das ist... Man weiß nicht, wo der auftaucht. Da. Da, okay. Let's follow him. Willst du mir zeigen, wo die Kurbel ist oder was ist der Plan? Da ist er. Zum Glück fällt so ein Typ mit so einem Anzug relativ gut im Wald auf. Da vorne, alles klar. Warum laufen wir im Kreis? Was ist das für eine Mission? Laufen, 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 laufen. Was ist das für ein abgefahrener Fuck? Ich laufe mal einfach weiter geradeaus. Da ist er, da ist er. Ich sehe dich! Kannst dich nicht verstecken. Okay. Nimm mich mit! Ob das ein guter Plan war, weiß ich nicht. Okay. Wir waren gerade eben noch in einem Wald, aber jetzt fliegen wir gerade ins All oder sowas. Bitte frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß das wirklich nicht, was hier abgeht. Aber es ist ganz schön abgespaced, im wahrsten Sinne des Wortes. Woo! Voll der Trip. Och man, das ist voll abnervend hier. Okay, da ist noch so eine Kapsel. Das ist noch eine Kapsel. Das sind ganz viele Kapseln. Wir sind auf jeden Fall nicht alleine hier. Und jetzt ist Game Over, wahrscheinlich. Weil ich jetzt hier sterbe. Steht hier irgendwas drauf? Extraterrestrial Containment Capsule Number irgendein Krams. Okay. Holy guacamole. Ah, ich darf laufen. Ah, schön. Bringt mir nur nicht viel. Man sieht so langsam, wie die Scheibe einfriert. Immer mehr. Was ist jetzt unsere Mission? Kann ich irgendwas fühlen? Irgendwas machen? Okay, wir können was lesen. So, Fangzähne. Die Bestie hatte Fangzähne, war aber schwer und langsam.
Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen wie die anderen davor. Als das nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem das Feuer noch immer brannte. Als das orangefarbene Licht erlosch, nahm ein neues seinen Platz ein. Dieses war blau, ein helles und reines Blau, das das Geschöpf bisher nur bei den Rändern von Sternen sah. Die Bestie zeigte ihre Fangzähne und das Licht verschwand. Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Bestie wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren, deshalb verfolgte sie es tiefer in den Wald. Das Licht blieb schließlich auf einer Waldlichtung stehen. Die Bestie betrat den Kreis und spürte dabei keinerlei Furcht. Die Bäume wendeten sich der Bestie zu, zeigten wie Nadeln auf sie, doch die Baumwipfel neigten sich und gruben in den Boden. Die Stämme und Wurzeln wurden in die Luft gehoben und wie Mauern um die Bestie geschlossen. Als der Boden verschwand, begriff die Bestie, dass sie ihre Fangzähne nie wieder benutzen würde. Okay, kein Bild diesmal. Aber haben sie schön gemacht, dass das auch wirklich geschrieben worden ist und so, ne? Gut, kriegen wir nicht viel von mit unserem deutschen Text, aber nett ist trotzdem. Okay. Get out of my room, Travis. Stories, stories, always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Okay. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Sieht aus wie so ein kleiner Hochsitz. Was ist das? Astro's Tales. Gaylord! Was zur Hölle? Abstruse Geschichten. Amerikas beste Science Fiction. Januar 1964. Mit Yellow Hills of Mars von Douglas Spaulding sowie Julian West, Michael Arden, Clarence und viele mehr. Travis Einstellung. Homo-Fürst. Ja. Ja, okay, weiß Bescheid. Legen wir das mal wieder weg. So, war das der Text, den wir gerade gelesen haben? Thanks. Ja, alles klar. Okay. Wahrscheinlich hat er ein super Vorstellungsvermögen. Ich weiß es nicht, aber das war creepy. Guck mal, das hat er sich hier eine Rakete gebaut, so wie das aussieht. Im Wald, aus Holz und so weiter, hat er sich eine kleine Rakete gebaut. Unsere fühlte sich gerade etwas echter an, auch der Astronaut, beziehungsweise wahrscheinlich was ein Kosmonaut oder so. Okay, hat uns kein Deut weitergebracht bezüglich der Zugstrecke und dem Mord, der da passiert ist. Beziehungsweise dem Unfall, wer weiß. Aber lustig war es trotzdem. Warum schwebt man auch mal nicht mal kurz eben durchs All? Das ist völlig in Ordnung. So, hier scheinen wir den Bahnhof erreicht zu haben. Schön sieht er aus. Hat nicht mal Gleise dran. Ah, doch, da vorne. Alles klar. Okay, wie spät ist das denn? Oh. Hier läuft wieder Musik. Vielleicht sollten wir auch, warte, bevor wir da hingehen, laufe ich einmal gerade nochmal die Gleise ab. Meistens findet man ja an den Gleisen Informationen zu dem, was passierte. In dem Fall vielleicht nicht unbedingt. Gehen wir auch mal so ein bisschen durch das Weltliche hier. Liegt hier noch irgendwo was versteckt? Nee. Eine Kurbel vielleicht? Irgendwas? Hier immer so lang renne. Ne, hier scheint wirklich nur... Scheint nichts zu sein. Gut, dann gehen wir mal... Ach, schön. Es wird auch langsam. Langsam geht die Sonne so ganz entspannt unter. Ein bisschen zumindest. So, okay. Okay. 7 Uhr. Erklär doch, warum es langsam dunkel wird, ne? Gibt's hier nichts zu entdecken? Kein nichts Erfühlbares? Das ist ja schön. So, ich gehe jetzt gerade noch mal kurz einen ganz kurzen Abstecher hier in den Wald machen, um zu sehen, ob hier noch irgendwas ist. Weil wir sind jetzt ja sehr viel drin rumgerannt. Hier scheint auch nichts mehr zu sein. Wir haben die Kosmonautenrakete. Oh ja, ist ja gut. Entspann dich, Hahn. So, ihr hört den Hahn krähen. Somit mache ich irgendwie so ein schönes Bild hier zum Abschluss. Schön sieht das aus.
bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß, auch im All hier. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wenn wir gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder und schauen mal, wo es uns als nächstes verschlägt. Ich tippe ja unter die See, ne? Irgendwie in die Tiefsee mit dem U-Boot oder sowas. Bis dahin aber erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.